Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Dies ist Cordula, die Anführerin der schwedischen Bauern, die ihre Freikörperkultur verteidigen wollen und zu einem großen Aufstand gerufen wurden. Zu 50.000 stehen sie jetzt und wollen hier, ja, wollen sozusagen ihre Religion wieder haben. Das werden wir zu verhindern versuchen. Im Übrigen sieht man an ihr, wie verlogen das Ganze ist, denn ja, wo ist sie denn? Ist sie nackt? Nein. Hat sie wenigstens irgendwie so ein Leinenhemd an? Nein, sie sieht ganz normal gekleidet aus. Es geht einfach nur um Macht. Schaut mal, sie hat sich sogar eine Krone aufgesetzt. Seht ihr das? Also, ich denke, das Recht ist komplett auf unserer Seite. Wir werden natürlich versuchen, das hier zu gewinnen. Ihr hattet mir einen Tipp gegeben. Ich solle doch schnurstracks das Heer angreifen, wo eben diese Anführerin sich befindet. Allerdings, wenn ich das versuche, und wir gehen mal irgendwo hin, und dann gibt es ja diese hübsche Option, an den Ort gehen, dann passiert nichts. Sie scheint sich versteckt zu haben. Ich weiß gar nicht, was ist denn mit ihrem Mann los? Schaut mal, der wird hier als Anführer. Okay, aber der ist. Kann das sein, dass eigentlich er der Anführer ist und weil er im Gefängnis ist, sie diese Funktion übernommen hat? Vermutlich ist das so. Und der wiederum ist eingekerkert. Und zwar hier irgendwo in Mercia. Warum das denn bitte? Vermutlich, weil. Ja, was ist denn in Mercia los? Oder, keine Ahnung. Wer weiß das schon? Also, der ist auf jeden Fall eingekerkert. Zu dem kommen wir nicht hin und zu ihr auch nicht. Das heißt, es gibt keine Möglichkeit, glaube ich, jetzt erstmal diesen Weg zu gehen. Wir müssen es also mit all diesen 50.000 Bauern aufnehmen. Bevor wir starten, ein paar Kleinigkeiten. Als erstes, ich habe in meinem Europa-Umschau-Video vergessen, die britischen Inseln. Das will ich schnell nochmal nachholen. Wir haben in England König Richard. Endlich ein König Richard. Aber der scheint mir ziemlich schwächlich zu sein. Eine Memme, ja, mit 5.000 Mann. Keine besonderen Verbündeten. Irland ist hier inzwischen sehr, sehr stark geworden. Ähnlich stark wie England, gleich stark Hochkönig Ortaneck MacDonchat regiert hier Irland, hat eine zwergenhafte Frau und ich glaube, der Haupterbe ist auch zwergenhaft. Also das scheint sich jetzt hier zu vererben bei den Iren. Allerdings, ihre Macht ist durchaus nicht zwergenhaft, zumal sie noch verbündet sind, nee, nur mit Alster. Und gerade im Krieg, achso, die haben auch einen Bauernaufstand. Ja, soweit noch zum Nachtrag. Jetzt noch ein paar Kleinigkeiten, Dinge, die mir aufgefallen sind. Als erstes, schaut mal, so viele Herzöge haben wir. Ich habe mal mir den Spaß gemacht, alle Herzöge zu pinnen und nach Macht zu sortieren. Es wird langsam unübersichtlich. Hier unten ist Anführerin Cordula. Also ein Grund mehr, die Königreiche zu gründen. Und das, kleine Erinnerung, war ja der große Plan. Der Bauernaufstand ist uns hier jetzt ein bisschen in die Quere gekommen. Wir wollen Geld sammeln, um die vier Königreiche zu gründen, um ein Großreich zu gründen. Und zwar möglichst alles auf einmal, damit es keine Erbschaftsschwierigkeiten gibt und jeder Sohn ein Königreich bekommt. Anders als ich das letzte Mal gesagt habe, brauchen wir nicht 2.900, sondern 2.500 Gold, weil wir ein Königreich ja schon haben. Vielen Dank auch für diesen Hinweis. So, es gibt nur ein paar kleinere Dinge, die ich noch vorher erledigen will. Und zwar Herzog Cornell ist der einzige relevante Herzog, der noch altgläubig ist. Und sein Haupterbe ist das auch. Und der wird vermutlich bald erben. Deswegen werden wir mal Folgendes versuchen. Wir werden mal versuchen, hier ein Druckmittel zu fingieren und das vielleicht einzusetzen, um ihn zu überzeugen, dann später, wenn er dann Herzog ist, dass er den Glauben wechselt. Das könnte vielleicht was werden. Das nächste ist, dankenswerterweise habt ihr mich darauf hingewiesen, dass wir hier abnehmen können. Wir sind eigentlich bei bester Gesundheit. Gesunder Lebenswandel, gesunder Körper, gesund, allgemein eiserne Konstitution, aber leider fettleibig. Und das können wir durchaus aktiv ändern, indem wir ja, das angehen. Es wurde ein bisschen diskutiert in den Kommentaren, ob das zu ihm passt. Ich denke, in diesem Fall passt es durchaus, weil er ja gerade hier bei seinem Lebenswandel in der Vergangenheit, wenn ihr euch erinnert, wo war das? Im Bildungsbereich, ja genau, gesunder Körper, anatomische Studien. Er hat also Selbsterkenntnis, er weiß sehr über diese Zusammenhänge Bescheid. Und insofern werden wir die Purgierwinde, wie auch immer die jetzt in dem Zusammenhang verwendet wird, werden wir jetzt nutzen, um abzunehmen. Das bringt erhöhten Anspannungszuwachs. Aber Anspannung war mit ihm eigentlich noch nie das Problem. Jo, dann habe ich hier noch was Interessantes gesehen. Es gibt hier eine interessante Heiratsmöglichkeit. Und zwar unsere Enkelin Bohuslava. Das ist die Tochter von
Prinzessin Bertha aus erster Ehe. Da war sie mit Graf Tschibor von Pleskau verheiratet. Und die kann heiraten. Und hier hatte ich eine ganz interessante Konstellation gesehen. Genau, wir können sie mit dem Herzog von Schleswig verheiraten. Der ist auch noch relativ jung, gehört auch entfernt zu den Kotheus, ist aber, glaube ich, kein Problem hier. Und wir können hier sogar eine matrilineare Heirat machen. Das heißt, das Herzogtum Schleswig fällt zurück in die direkte Kotheu-Linie bei den Kindern. Er ist damit einverstanden. Inzüchtig wird das, glaube ich, nicht werden. Insofern kein Problem. Bündnisse sind hier auch noch. Ja, ich denke mal, beim Herzog werden wir das mal machen. Das ist unkritisch. Bei Tomasch, ist das nicht unser Sohn? Ja, werden wir das auch machen. Und der Graf von Galinden, der kann uns jetzt erstmal egal sein. Gut, dann werfen wir ganz kurz einen Blick auf unsere Gefangenen. Gott, wir haben so viele. Aber nur zwei davon bringen, glaube ich, Lösegeld. Das können wir mal prüfen. Das sind nur, ist nur wenig. Aber da wir so viele haben, nutzen wir das jetzt einfach mal. Und die anderen lassen wir links liegen. Außer es ist hier noch irgendwie eine ganz besondere Person. Die sind alle sonst komplett unwichtig. Da lohnt es sich auch gar nicht, die irgendwie zu konvertieren. Naja, da soll sich irgendein Verwalter drum kümmern. Ja, das wär's. Wir müssen irgendwo jetzt Truppen ausheben. Die Frage ist, wo? Wir werden das mal folgendermaßen machen. Ich werde mal den Sammelpunkt verlegen. Hierhin. Und dann hier alle ausheben. Und ja, dann werden wir wohl für die erste Schlacht dann auch alle zusammenlegen müssen. Das wird alles ein bisschen unangenehm werden. So, jetzt kriegen wir erstmal das Bündnis und das bisschen Geld. Ausgezeichnet. Die Sache wäre geritzt. Und unser Nachbar, Richard, wird angegriffen. Okay, Hubert, wir sind jetzt Nachbarn wegen dieser Besetzung der Engländer. Aber das interessiert uns ehrlich gesagt nicht. Bündnisse sind geschmiedet. Wir haben so viele Bündnisse. Also, ich kann mich an keinen König erinnern, der so fest im Sattel gesessen hat wie Jaromar. Das ist schon unglaublich. So, rücken wir mal den Gegnern entgegen. Wir sind jetzt wahnsinnig über dem Versorgungslimit. Aber ich denke, wir sollten jetzt mit größter Kraft vor allem die großen Armeen der Bauern jetzt versuchen zu besiegen und verhindern, dass sie sich zusammenschließen. Das muss jetzt das Ziel sein. Und ich denke, wir warten jetzt auch nicht ab, sondern nehmen jetzt direkt mal diese, packen sie zusammen, haben guten Anführer, verbündete Todesverluste minus 25%. Das ist in diesem Falle sogar gut. Nicht, dass uns die Bauern hier noch irgendwie... Aber schaut mal, wir haben noch einen Glaubensfeindlichkeitsvorteil. Herzog Cornell selbst, unser verhasster Altgläubiger, der könnte jetzt hier nochmal richtig wirken gegen die Adamiten. Wir müssen das mal ausprobieren. Ich bin mir im Übrigen nicht sicher, ob der Glaubenskriegervorteil gilt er für quasi die Staatsreligion im Vergleich zur gegnerischen Religion oder gilt er für seine persönliche Religion im Vergleich zur gegnerischen Religion. Das können wir jetzt mal ausprobieren. Wenn wir den plus 10 Vorteil haben über Glaubenskrieger, dann wissen wir die Antwort. Dann heißt die Antwort nämlich, die Staatsreligion ist relevant. Und wisst ihr was? Wir können doch hier nebenbei eigentlich, wo wir jetzt hier schon mal sind oder dort, können wir doch nebenbei, das ist auch ein Glaubenskrieger, diese Truppe hier mit angreifen. Das sollten wir auch schaffen. Also gleich zwei Schlachten vorneweg. So, da bin ich mal gespannt. Jetzt gucken wir uns diese Schlacht mal genau an. Wir haben plus 36 und zwar... Ich sehe nicht... Ah doch, Glaubensfeindlichkeitsvorteil, da haben wir ihn. Plus 10, tatsächlich. Okay, also es zählt nicht sein individueller Glaube, sondern er dient in unserer Armee, deswegen zählt unser Glauben. Er ist doch wunderbar, perfekt. So, ich hoffe, wir machen sie jetzt auch erwartungsgemäß platt. Ja, aber einige auf unserer Seite fliehen auch. Uppland wird irgendwo belagert. Sag mal, ist die Armee jetzt da schon besiegt worden? Das ist jetzt die englische Belagerung, ne? Damit haben wir gar nichts zu tun. Wir ziehen jetzt erstmal dann gleich wieder hier hin. Hatte ich hier was missverstanden? Waren das gar keine Bauern? Kann das sein, dass das... Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe mich da verguckt. Das waren gar keine Bauern. Ist auch egal. Kleiner Umweg. So, der Sieg ist unser. Wie viel haben wir jetzt verloren? Das ist der spannende Punkt. Warte mal. Nee, richtig. So, 550 gegen 9915. Das ist doch mal in Ordnung. Irgendwelche unserer Champions angeschlagen durch diese Aktion?
Nein, also das scheint ganz gut zu funktionieren. Das heißt, wir können auch direkt weiterziehen. Das Problem wird, werden unsere Vorräte werden. Das kann man jetzt schon sagen. Ist irgendwo noch mal eine kleine Armee? Gibt es weitere Armeen hier? Nein. Die haben sich jetzt mehr oder minder vereinigt. Die ziehen da oben weg. Okay, das, ja, das geht, glaube ich. Damit kommen wir klar. Gut, die nächste Schlacht wird dort stattfinden. Terrain sollte okay sein. Plus 37. Na wunderbar. Ist sie das? Nee, Imela. Ich dachte, das wäre Cordula. Moment, Druckmittel ist verfallen. Kein Problem. Und wir haben irgendjemand gefangen genommen. Baronin Holmfried von Wrede. Eine Baronin hat sich sogar den Bauern angeschlossen. Ah, schaut mal. Hier sind irgendwelche Bauern, die zu uns direkt kommen wollen. Ich frage mich, ob es klug ist. Nee, es ist vielleicht nicht klug, weil wir hier eine Riesenarmee hier haben. Die sollten wir erstmal gemeinsam besiegen. Bevor unsere Ressourcen alle sind, sollten wir, glaube ich, da schnell mal hin uns bewegen. Machen wir das mal vielleicht irgendwie auf unterschiedlichen Wegen. Nee, du hängst sowieso hinterher, dann ist es okay. Ja, und wenn wir die besiegt haben, dann machen wir uns hier auf die, in die Schiffe und dann zurück dorthin. Müsste eigentlich machbar sein. Hauptsache, unsere Hauptstadt wird nicht von Bauern erfolgreich belagert. Das wäre ein bisschen unglücklich. So, 18.000, mit denen würde ich es noch aufnehmen. Aber wenn die weiteren 5.000 noch dazukommen, könnte es ein bisschen knapp werden. Eine Fraktion hat sich aufgelöst, Altgläubige in Dänemark. Ja. Okay, in Blekinge sind sie irgendwo? Was machen die da? Die haben es sich wieder anders überlegt. Gut für uns. Herzog Maredudd von Westgotland ist einem Krieg beigetreten. Ah, okay. Er ist jetzt auf der Gegenseite eingestiegen. Der will quasi wahrscheinlich sein Herzogtum zurück und nutzt natürlich die Situation. Das kann, sowas kann auch mal gefährlich werden. Aber ich denke, er ist nicht mächtig genug, um uns jetzt wirklich massiv zu ärgern. Mit 1200 Mann kein Problem. So, die Frage ist, sollen wir jetzt schon in diese Schlacht reingehen? Sollen wir noch hier auf unsere Verstärkung warten? Wir haben immer noch ganz gut unsere Vorräte dabei. Ich würde mal sagen, wir greifen einfach schon mal an. Oder? Warten wir. Ja, wir warten ein bisschen. Aber nur einen Augenblick, bis er da ist. So, jetzt greifen wir an. Er kommt hinterher und das sollte dann machbar sein. Dann haben wir noch 5.000. Die kehren zurück. Alles gut soweit. Ja, ist die Frage, ob wir mit 10.000 gegen 18.000 bestehen, ne? Die kommen jetzt noch als Verstärkung rein. Das ist die große Frage. Hier endet ein Waffenstillstand. Was haben wir noch? Gefährliche Fraktion. Gibt es noch eine gefährliche Fraktion? Oder ist das eine alte Nachricht? Das sind alle Vasallen, die keiner Fraktion beitreten können. Ach, sehr schön. Bauernpöbel. Da muckst jemand auf. Wo sind die denn? In Blekinge. Na gut, aber das ist nicht so gewaltig. Das ist Belagerung Verbündeten. Wir könnten die Esten rufen, aber ich glaube, das benötigen wir nicht. So, die Schlacht beginnt. Diesmal zahlenmäßig sehr stark überlegen der Gegner. Aber wir mit plus 43 Vorteil. Hervorragend. Der Kriegsführungswert gegen 3 ist natürlich auch blendend. Die Verstärkung geht nicht rein. Jetzt haben wir immerhin 12.000 und jetzt haben wir schon die Mehrheit, ja. Das dürfte der entscheidende Sieg sein. Wir verfolgen die Schlacht weiter und sehen 1.100 gegen 18.000 Verluste. Auch hier nochmal ein Blick auf die Details. Kein einziger Champion verletzt. Der Gegner hat, glaube ich, gar keine Champions. Ich denke, wir können uns jetzt fast ein bisschen aufteilen hier. In unserem Gebiet gibt es gar keine Bauern mehr. Okay. Und das bedeutet, wir nehmen mal die 9.000 und laufen hier hinterher. Und diese 4.000, die bringen wir mal hier hin. Und dann gucken wir mal, wie wir das aufteilen. So, euer Nachbar wird angegriffen. Königin Sarah von Schweden
wird von König Janosch aus Estland angegriffen, unser Verbündeter. Sie führen einen Religionskrieg um das Herzogtum Finnland. Okay, das hier. Also vermutlich den Fitzel, wobei... Ach nee, das ist jetzt unser Gegner. Ja, es geht um den Fitzel. Die Esten wollen das hier haben. Schweden wird jetzt nach und nach zerpflückt. Das ist auch schon von einem unserer Herzöge angegriffen worden. Das holen sich die Engländer. Die Schweden werden von der Landkarte über kurz oder lang getilgt werden, das ist klar. Oh, wir gehen hier über den Fluss. Das gibt uns einen kleinen Nachteil. Aber ich denke, wir werden damit klarkommen. Plus 9 dadurch nur noch. Aber die Qualität der gegnerischen Truppen ist eben deutlich schlechter. Müssen wir da noch mit zugehen? Ich hoffe nicht. Ne, der Gegner verstärkt auch nicht. Okay, das könnte ein bisschen zu mehr Verlusten führen, als wir das gewohnt sind. Ich versuche jetzt nochmal hier die 5000 anzugreifen. Wir bleiben mal bei dieser Schlacht bei plus 17. Da flieht der Gegner und wir gucken uns das Ergebnis nochmal an. Nein, 296 gegen 5000. Alles klar, kein Problem. Ja, dann laufen wir da rein und versuchen die letzten Bauernarmeen zu besiegen. Wo sind sie denn? Hier, wir müssen noch einen weiterlaufen. Oh, Gemeinde ist bekehrt worden. Sehr gut. Das müssen wir jetzt mal checken, was wir jetzt eigentlich alles noch bekehren müssen. Ja, das breitet sich ja hübsch aus. Es Priorität haben natürlich unsere eigenen Gebiete. Das muss ich mal prüfen. Hier könnten wir weitermachen. Veligrad ist, Lund ist, Rostock ist, Novgorod ist, Plock ist auch, Arkona ebenso. Ach ja, das haben wir auch noch in Besitz genommen. Nö, dann würde ich sagen, Blekinge ist schon... Ja, ist schon ganz gut jetzt als nächstes anzugehen. Also, mach das mal. Und damit geht's weiter. Möglicherweise die finale Schlacht. Herzog Maredudd, genau. Aus Westgotland führt das Ganze an. Und wir haben hier nochmal eine gewisse knappere Schlacht. Ist das Cordula? Nee, ist auch nicht Cordula. Auf der Suche nach Cordula. Aber ich glaube, Cordula hat sich versteckt. Ich glaube, eigentlich ist ihr Mann derjenige welcher. Ich bin mal gespannt, wen wir jetzt nachher verhaften. Vielleicht hat er zwei Bauern Kriege gestartet. Einen bei uns und einen irgendwo anders. Oh, Leute, wir haben die Fettleibigkeit verloren. Wow, das ging aber wirklich fix. Damit sind wir jetzt, ist alles gut, in Ordnung. Allerdings hatten wir vorher doch noch mehr positive Dinge. Kann sein, dass das irgendwie nur kurzfristig war. Naja, sehr schön. Gesundheit in Ordnung mit 67, das muss uns auch erstmal eine nachmachen. So, müssen wir jetzt die noch zu Ende bekämpfen oder warum sind wir hier noch nicht durch? Wo sind denn jetzt noch feindliche Truppen? Es gibt nur noch 686, wird uns hier gesagt, das sind die beiden Armeen, mehr gibt es nicht. Ja gut, dann verfolgen wir die so gut es geht und bringen dann hoffentlich die Sache zu Ende. Okay, den Ratsprediger des Aufstandes haben wir gefangen genommen. Natürlich folgen ihnen auch Ratsprediger, ganz klar. Adamitische Ratsprediger, so wo flieht er denn jetzt hin hier? Oh Gott, dieses lästige... Ach was, er geht auf die Schiffe und wir können das nicht verhindern? Ernsthaft? Na gut, dann müssen wir eben hier bleiben. Möglicherweise müssen wir noch dieses Herzogtum belagern, um das Ganze zu beenden. Und hier, ich würde sagen, hier halbieren wir mal unsere Truppen, damit wir jetzt nicht mehr diese Versorgungsprobleme haben. Ein Teil bleibt stehen, vielleicht können wir auch einen Teil nach Hause schicken. Ist doch jetzt reine Proforma-Sache noch. Radomir, der Sohn und Erbe von Herzog Cornell, ist mir treu ergeben. Haha, genau, das war ja unser Ziel. Allerdings könnte ich mit der richtigen Strategie meine Übermacht sogar noch ausbauen. Vielleicht könnte ich Radomir verwenden, um meinen Einfluss auf Herzog Cornell auszuweiten. Nein, es ist uns Herzog Cornell ziemlich egal, der wird eh bald sterben. Radomir sieht auch leicht fettleibig aus, oder? Hm, tatsächlich, ist er auch. Okay, wir könnten
machen, ihr seid der Schlüssel zu einer wunderschönen Falle. Aber wir wollen ja das Druckmittel gerade haben. Eigentlich geht es uns ja nicht um den Vater, sondern um ihn. Ach, wartet mal, wir haben schon ein Druckmittel ihm gegenüber. Ach, okay, das habe ich jetzt... Warum fingieren wir denn noch eins? Wird das denn großes, wenn wir zwei haben? Richtig, weil wir... Aber wir sind Dynastieoberhaupt. Damit haben wir automatisch eins, oder? Hausoberhaupt? Aber wir sind doch nicht Oberhaupt des Hauses Krutoi Pyrtschice. Das ist doch nicht unser Haus. Wir sind Dynastieoberhaupt. Leute, wir machen einfach mal ein paar Gerüchte verbreiten. Ja, ich sehe, genau, wir haben ein Druckmittel. Hausoberhaupt. Das hatten wir schon. Uiuiuiui, okay. Dann war das jetzt vielleicht nicht die sinnvollste Aktion. Aber Schaden tut es auch nicht. Ein angepinnter Charakter wird angegriffen, nämlich Herzogin Glennis. Die haben einen Bauernaufstand. Das wird uns jetzt 5-mal erzählt, weil sie einerseits Vasallin ist, andererseits Verwandte und so weiter. Das ist der Grund dafür. Ich bin am Überlegen, ob wir den Teil dieser Armee einfach mal so platt schon mal auflösen. Immerhin, wir verlieren Geld und wir brauchen Geld. Oh ja, das ist ein nicht ganz unwichtiger Aspekt, fällt mir gerade mal auf. Vielleicht sollten wir sogar mehr als diesen einen Teil auflösen. Sag mal, wie können wir die Sache jetzt vernünftig beenden? Müssen wir ernsthaft... Wir müssen das, glaube ich, belagern hier. Führt, glaube ich, keinen Weg dran vorbei. Haben wir einen Befehlshaber, der... Oh, hier sind Gott sei Dank auch die 50 Mangonellen, der besonders gut beim Belagern ist. Ja, haben wir. Wir nehmen den mal, dann geht das Ganze schneller. Und hier teilen wir die Armee direkt nochmal. Nee, wir teilen sie anders. Wir teilen sie nach Qualität ein bisschen. Nee, wir teilen sie einfach so. Gegen 200 Bauern müssen wir nicht groß nachdenken. Und nehmen einen Teil, nämlich diesen hier, verfolgen weiter. Und den anderen Teil werden wir auflösen. Und jetzt sind wir zumindest erstmal wieder im Plus, was das Gold betrifft. Oh, jetzt geht es hier schon wieder rund. Tschymon von Herzogtum Samogitia, unser Ratsprediger, greift König Matfei von Weißruthenien an. Es geht um Chotna. Aha. Okay. Ja. Die sind hier schon alle wieder ziemlich aktiv hier, unsere Vasallen. Aber ich habe das Gefühl, dass wir mächtig genug sind, um damit umgehen zu können. Wir haben einen Schrein geerbt im Zuge der Erbteilung von Ratzeburg. Ja, den wollen wir aber gar nicht haben. Den verleihen wir einem niedrigen Adligen. Ja, ja, wir müssen vermutlich die anderen Besitztümer, die anderen Burgen hier auch noch belagern. Das ist der Grund. Jetzt sehe ich das. Das ist ja... Oh Gott, die haben da hinten noch Besitztümer. Leute, das wird ein unglaublich lästiger Krieg hier. Das geht aber hoffentlich jetzt zügig. 3 Monate. Mit dem Belagerungsanführer und den Mangonellen sollte das eigentlich schnell gehen. So, klicken wir mal die Schlachten hier weg. Hauptsache, es kommt jetzt nicht hier noch der nächste Aufstand. Das dauert noch ein bisschen. Ah, hier hat sich auch noch eine Fraktion gerade aufgelöst, aber der Bauernpöbel nervt immer noch herum. So, 1300. Ich vermute mal, unter den Gefangenen ist niemand dabei, der hier großes Lösegeld einbringt. Es sind ja immerhin auch nur Bauern, nicht wahr? Wer kommt hier? Die Esten, ach ja, richtig. Die führen ja auch noch einen Krieg gegen die Schweden. So, damit haben wir jetzt gleich mal die Herzogtumshauptstadt erobert. Bringt uns aber gar nicht viel. Leute, wie können wir diesen verdammten Krieg beenden? Also wir können noch das besetzen und das da oben. Und dann diese komischen Truppen noch finden, die sich... Ah, schaut mal, da kommen sie zurück. Die haben wir gesucht. Macht ihr hier? Belagert ihr hier? Ja. Ist auch bald soweit.
So, hoffen wir mal. König Sara hat einen Krieg verloren. Northumbria bekommt diese Provinz. Und damit, ja, ich finde die Engländer hier ehrlich gesagt in Skandinavien ganz schön störend. Mal sehen, inwieweit sie sich hier noch weiter einmischen. Aber wir haben ja gesehen, die Engländer sind nicht wirklich stark. Und sie haben auch keine Bündnispartner. So, wird die Schlacht hier geschlagen? Oder müssen wir hier so ein Katz-und-Maus-Spiel machen? Das seid ihr. Na, kommt jetzt. Jawohl. So, ist das Cordula? Ach nee, das ist wieder der Herzog. Ja, richtig. Gegen den kämpfen wir ja jetzt. Was ist hier los? Was ist hier los? Irgendjemand. Hans. Ein altgläubiger Schwede. Es gibt auch altgläubige Schweden. Es gibt keinen Bauernaufstand. Kommt, vergisst es. So, sammelt die Truppen. Gegen wen? Gegen diese 1500 Mann? Na Gott sei Dank haben wir Truppen schon gesammelt. Müssen wir halt nochmal da unten hin marschieren. So, die Schlacht ist jetzt auch vorbei. Wieder können wir sie nicht komplett besiegen. Wie lästig. Wir müssen kurz mal hier unten vorbeischauen, während wir da oben nochmal die Belagerung abwarten. Herzog Leszek kriegt auch einen Bauernaufstand. Aha, jetzt haben wir es. So, das sind aber immer nur 61%. Leute, was sollen wir denn hier noch machen? Und das belagern jetzt die anderen. Das ist ja noch dämlicher. Da müssen wir erstmal warten, bis die da durch sind. Dann müssen wir es zurückbelagern. Das ist irgendwie zurückgefallen. Wir hatten es doch schon. Was ist denn da passiert? Hallo? Warum hat er das wieder? Bin ich da zu früh weggezogen? Ich war mir eben komplett sicher, dass wir das schon vollständig belagert hatten. Das sind immer diese Situationen, wo man denkt, ah, man hat alles im Griff, haushoch überlegen, überhaupt kein Problem. Da wird man unaufmerksam. Und das rächt sich nun, rächt sich vor allem daran, dadurch, dass wir, oder auf diese Art und Weise, dass wir wenig Geld verdienen. Und das ist schlecht für unsere großen Pläne. Herzog Radomir. Wisst ihr was? Herzog Radomir von Jylland. Hat er jetzt schon geerbt? Ah. Jetzt hat er schon geerbt. Das heißt, Cornell ist tot. Sehe ich das richtig? Herzog Cornell. Ja, tatsächlich. Okay. Dann gucken wir das uns mal an, wie es aussieht. Mit Druckmittel würde er bekehrt werden können. Das ist ja das gesamte Ziel gewesen. Das ist der letzte Herzog, der noch so drauf war. Insofern. Ach, hier sehen wir es auch. Unser Cousin Cornell ist verstorben. In diesem Moment ist das fast passiert. Alles klar. So, damit ist er konvertiert und damit müssten eigentlich im Prinzip alle Herrscher, alle relevanten Herrscher, alle Herzöge müssten unseren neuen Glauben angenommen haben. Okay, liebe Leute, irgendwie habe ich das Gefühl, das zieht sich hier leider noch hin gegen die Bauern. Es gibt neue Fraktionen, prußische Altgläubige und ja, in zweifacher Weise, auch die können hier noch nerven. Wir versuchen das Beste. Wir versuchen das Beste. Die sind jetzt abgezogen. Die haben das besetzt. Wahrscheinlich müssen wir das zurückbelagern, damit wir den Kriegsstand bekommen. Und dann müssen wir versuchen, weiter die Truppen des Gegners irgendwie zu bekämpfen. Nebenbei die Bauern da unten zu besiegen. Also wir haben alle Hände voll zu tun. Zum Glück ist er weiterhin bei Best. Okay, Gesundheit schlecht. Ja gut, das ist jetzt das Alter, ne? Was jetzt reinhaut. Doch nicht bester Gesundheit. Hoffen wir mal, dass er noch lange genug leben wird, bis wir die 2500 Goldstücke zusammen haben, die wir für den Plan benötigen. Die Bauern funken uns in der Hinsicht doch sehr unangenehm dazwischen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin macht's gut, euer Steinwall.